Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ich habe kurz geschaut, wegen hier, was für Missionen wir noch haben. Mir kommt vor, das ist Töte Bakani, Gedingsheimer. Ist so irgendwie so Hauptmission-mäßig, also wirklich Hauptmission. Weil es Story-Auftrag-mäßig ist. Das heißt, wir machen jetzt erstmal das, was am nächsten ist. Rede mit Maria Baba. Maria möchte jemand helfen. Was? Möchte jemand helfen, der ihr viel bedeutet, braucht dafür aber die Hilfe von jemandem mit deinen Fähigkeiten. Geil, sie will mir helfen, ich helfe ihr, der was ihrer hilft und dann helfe ich ihr und sie helfen, sie und das glaube ich. So. Und ich weiß nicht, ob der Part schon oben ist, ich glaube eher nicht, also der Part, das Video. Ich habe jetzt, also erstens das, was ich weiß, ob das im Video noch war. Ich habe meinen Ofen, der was ich jetzt irgendwie am liebsten fahre, ein bisschen aufgetuned, also was aufgetuned. Ich glaube, irgendwie was habe ich gemacht, dass Beschleunigung besser ist. Ne, Höchstgeschwindigkeit ist besser. Farbe, wie man unschwer erkennen kann. Drinnen auch. Zahlenmäßig habe ich auch was gemacht. 28 gibt es ja leider nicht. Das haben wir schon mal gesehen. Warte kurz. Ich muss ja ein Let's Show machen, Kollege. Und hier noch ein Kennzeichen. Mr. Clay, weil ich gedacht habe, ja, finde ich gut. Und bei irgendeinem Auto bin ich mal gefahren. Und das ist mir nachher aufgefallen. Oh, das hatte doch kein Kennzeichen, was ich mal gemacht habe. Was ist hier schon wieder los? Keine Ahnung. Das ist ja doch nicht mein Kennzeichen, deswegen dachte ich, ja komm, ich habe genug Kohle jetzt da, ich habe 97.000, also pff, da kann ich ja auch mal mein Kennzeichen mal machen. Und der Wagen gefällt mir sowieso am besten, also passt das alles eh relativ gut. Und ich habe Sammelobjekte und die Nebenmission, genau das wollte ich sagen. Die Nebenmission habe ich alle gemacht in dem extra Video, deswegen, schon wieder ein Truck, geil. Okay, also beim Video war es nicht verpackt. Also dort war der Truck da. Das heißt, ich werde die Missionen zwar machen, aber ich werde sie alle, wenn halt, ich werde sie sparen und wenn dann genug Nebenmissionen wieder sind, dann werde ich einfach ein extra Video machen, wo ich halt nicht laber, also wieder mit Mucke nur, wo ich halt dann die Scheiße mache. Und ja, weil das ist nicht unbedingt, da kann ich nicht viel sagen. Was soll ich da sagen? Ja, wow, ich kill jetzt den Typen, dann fahren wir jetzt eine ewig lange Strecke und fertig. Das ist lächerlich. Deswegen gibt es hier bei der Story-Mission schon ein bisschen mehr zum Plappern und so weiter. Und deswegen, also, falls hier noch irgendwelche Sammelobjekte sind, wo diesen, wie heißt Schränke, also diese Überwachungskacke, das werde ich im Gameplay machen, aber ich glaube, so viel ist ja nicht mehr. Wenn, dann muss hier vielleicht oben noch was sein, weil das haben wir letztes Mal gemacht hier. Und sonst wüsste ich eh nicht mehr, wo wir, weil hier haben wir auch alles. Es kann nur mal ganz oben links was sein, wenn überhaupt. Und hier, okay. Okay, hier ist ganz hier noch was. Okay. Hier weiß ich nicht, ich glaube nicht. Rechts ist hier eh nix. Und hier, ja, hier links. Also hier und da unten noch, wahrscheinlich. Also das Ding wird noch ein Gameplay sein und halt Nebenmission, wie gesagt. Ja, und jetzt konzentrieren wir uns weiter auf die Story. Also hier wir helfen dem, was Hilfe braucht, damit wir geholfen werden, irgendwie so. Gut. Moin, Maria. Was hast du denn erwartet? Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich? Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen. Aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Ein paar von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen. Frage. Putzkolonne. Ist es jetzt hier das Böse, oder soll ich die Putzkolonnen retten? Das habe ich jetzt nicht ganz gepeilt, aber sonst verstehe ich es. Okay. Die Müllkipper sabotieren. Okay, okay, okay. Also werden die auch Leichen verbrennen und so weiter? Das habe ich jetzt irgendwie verstanden. Oder wie der Wert? Ein Ding nur? Okay. Also nur die Müllkippe sabotieren und dabei kriegen wir aber niemals 50.000 auf die Reihe, oder? Naja, mal gucken. Also sollte jetzt irgendwie verstanden. Hier die verbrennen irgendwie illegale Leichen oder so, weiß der Geier. Also die verbrennen Leichen illegal halt. Und was noch?
Und der Simmons irgendwas tut, erpresst irgendwelche Leute. Aha, okay. Aber irgendwie aus Versteck rausloggen hat sie jetzt nicht gesagt. Also, hä? Egal. Gucken wir mal. Hier sind auch wieder viele Sicherungen. Geil, kann ich auch gleich wieder einsammeln ein paar. Falls wir noch was brauchen. Und wieder eine Milliarde Gegner. Jetzt habe ich schon das munitionsmäßig. Ja, sieht gut aus, passt. Passt der Schutti. So. Hier ist eine kleine Drecksau. Die sieht. Wie, ich sehe die nicht, Kollege. Bist du Wind oder? Aha, okay. Krieg ich den, ist die Frage. Oder ist hier ein fucking Glas? Warte mal. Das hört er halt nicht. Du bist da auch ein Spaß, oder? Das hörst du halt echt nicht. Tja. Dumm, dumm, dumm. Okay. Hier ist ein Wachposten, den habe ich schon gesehen. Ja. Hier ist auch ein Wachposten. Geil. Geil. Da oben. Super. Finde ich jetzt nicht so geil. Okay, warte mal. Ich muss da hoch. Ich muss da rüber. Ich muss da, keine Ahnung, wohin. Nice! Gute Nacht. Arriba, Ching Chong Ching. Arriba, 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 arriba. Moin! Immer schön in die Fresse fotzen, das ist gut. So, aber du kommst mal mit. Der untere müsste ja nicht auch irgendwo anders hin, weil der passt mir ja auch nicht hier. Okay, warte mal. Bin ich schnell, bin ich schnell, bin ich schnell, ich bin schnell. Hey, Kollege! Komm mal ran auf den Meter hier. Komm mal rein. Sehr gut. Okay, Kohle. Wichtig. So, da unten. Was soll ich hier was machen? Sabotier. Ja, wie sabotier? Also genau da. Okay, mit Sprengladung. Okay, verstehe. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich, nochmal runter muss. Warte mal. Das ist kein Gegner. Geil. Wo war denn der Wichser, was ich jetzt gerade gekillt habe? Hier. Okay, der ist so gut versteckt, dass ich ihn mal fast finde. Also von daher. Du bist kein Gegner, oder? Nee. Der, ja, der ist besoffen. Der ist voll durch. Der dreite. Ganzes Wochenende durchgesoffen, der Typ. Der ist voll krank. Und hat richtig schön in die Fresse bekommen. Deswegen ist er auch sein ganzes Gesicht Blut durchströmt. So, wie schaut's aus? Wachposten, normales Arschloch. Oben sind drei, geil. Finde ich jetzt nicht so geil, warte mal. Was machst du? Aha, geil. Junge, ich schieß dich zusammen, ist mir egal, wenn du es nicht gleich bewegst. Fuck mich ab, der Typ. Ja, stirb jetzt! Was ich mich frage ist, keine Zeugen, heißt das, sie haben keinen Plan, oder? Nur die, was hier halt Zivilisten sind, haben einen Plan. Die wissen jetzt nicht, wenn er auf der Suche steht, dann wissen sie was. Bei dem ist jetzt nichts mitbekommen von dem. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ich denke, nein. Nee, der Wachposten, der chillt hier noch seine Bones. Nee, die haben nichts bekommen. Gut, okay, wo sind denn die Wichser? Aha. Aha. Komm ich irgendwo hoch? Wie komme ich denn da hoch? Ich komme da hoch, hä? Von da drüben, weit? Also von da, wo ich vorher oben war. Oder, hä? Okay. Geil. Weil ich kann den unteren, glaube ich, jetzt nicht erledigen, weil dann würden die anderen da zählen, die oben. Das heißt, ich muss oben Parts platt machen. So einen. Paar, einen. Und dann sollte das irgendwie funktionieren. Die Frage ist, wie, was, wann, woher. Ja, geil. Das habe ich mir gedacht. Dass ja alles offen ist. Aber wenn die jetzt labern, die Colton, sollte sich doch verpissen. Da ist auch jemand, das ist ein Arbeiter. Ja, der Typ ist auch ein Arbeiter, der ist da vorne, glaube ich. Aber der ist ein Feind auch.
glaube der. Ich hoffe nicht. Okay, so warte mal. Du kleine Pissbirne, kommst mal her. Schön. Wie weit das funktioniert, der Tech dann? Das ist zu geil. Das macht es halt relativ viel einfacher. So, was ist mit dem Kollegen? Macht der was? Ne, der ist scheißegal, passt. Finde ich gut. Dann kann ich ja eigentlich... Hi. Moin. Hier ist das Büro. Ne, Empfang. Hat da jemand Leiche gesehen? Hat da jemand dort gesehen? Weil, hä? Warum kam hier ein hä? Keine Ahnung. Okay, du bist da mal, ciao. Aha, hier, ah, das wird richtig, das wird ein großes Feuer, das sehe ich jetzt schon. So, warte mal. Aber bevor ich jemand mache, kommst du mal weg hier. Ist mir egal, dass du hier liegst, das passt schon. Wo zur Hölle ist hier die Kohle? Hier? Da drinnen noch, weil da war ich ja noch nicht fertig, genau. Bam. Mo, guten Tag, hi. Es juckt ihr ja nicht. Das ist einfach nur, lass mich meine Chick rauchen, passt schon. Mach, was du willst. Passt, mach ich auch. Okay, die zwei Arschgeburten bewegen sich nicht. Gut, dann kommt jetzt der Typ dran. Aber ich muss sowieso zu den Wichsern. Aber ja, zwei sind besser als drei. Hat er was gehört? Nee. So, dich fotze ich jetzt voll tot. Dich erschieße ich jetzt nicht. Komm. Du kriegst ein Messer. So, und da drüben ist noch irgendwo Kohle. Moin. Kein Feind? Kein Feind. Finde ich gut. Passt. Werd mal mit euch, Kollegen. Beziehungsweise, wie komme ich hier rein? Sag nicht, ich komme nur von oben rein. Geil. Okay. Da heißt, einmal rundherum. So, hier haben wir aber alle mitgenommen, oder? Kohlemäßig. Haben wir das schon, also soweit es geht, geschadet. Weil den richtigen Schaden kriegt er jetzt, ja, der Scheit. Wenn ich hier, das wird ein richtiges Feuerwerk, Alter. Ich spreche gerade um seinen Großvater. So. Und wisst ihr was? Da ihr sowieso jetzt noch mehr allein seid. Granate? Ja, Granate. Leise, 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 leise. Tschüss! Bam. Nix Cops rufen. Wagt es. Wag es. Wenn du jetzt was vorhast, ich sag's dir. Ich bin so schnell um, das kannst du nicht, glaubst du gar nicht. Ne, sieht gut aus. Geil, eine Granate instant bekommen, finde ich gut. Ja, würde ich sagen. Hasta la vista, Muchachos. Ja, okay, die kriegen sie eh nicht mehr mit. Weg hier! Verschwinde! Ich bin dabei! Wo ist meine Karre? Warte mal! Geil! Genau da hinten, super! Au! Wo ist meine fucking Karre? Da? Ich danke keine. Nee, doch, 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 doch! Geil! Tschö! Hat Spaß gemacht, Leute! Das erregt hier die Aufmerksamkeit von diesem Kollegen. Das ist aber ganz sicher. Yay! Okay, 26. Ich habe echt gedacht, das war schon fast. Alter. Okay, und jetzt? Informationen. Juhu. Juhu. Die Frage der Presse: Wenn du dein Geld mit illegaler Giftmüllverkapplung verdienst, ist Diskretion lebenswichtig. Dale Susanna ist der Inbegriff von Diskretion. In seinem Kopf stecken mehr Geheimnisse als bei irgendeinem anderen von Puppis Männern. Puppi. Und das, die meisten Leute wissen, wenn Puppi jemanden Santos Gürtel auf den Hals hetzt, liegt dieser Hals samt restlichen Körper bald tief unten im Fluss. Nicht wenn ich komme. Nicht wenn ich komme und ihn platt mache.
Also richtig platt macht. Das heißt jetzt aber, brauche ich beide Informationen, weil ich habe irgendwie keinen Bock auf informationsmäßig gewisses, wie ich dazu stehe. Okay, es kommt darauf an, wie viel sind. Sind hier wieder 50 Millionen? Geht der schon mal allein? Das okay, ja, ja. Damit kann ich leben. Ja, verpack dich durch, ist in Ordnung, dass du nicht drauf gehst. Okay. Wenn ich schnell bin. Komm, 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 komm! So. Wie kriege ich den Kollegen? Sieht der hier? Oh, hi! Die habe ich gar nicht gecheckt! Moin! Nein! Geh in Deckung hier, danke! So, haut der Wichser ab! Ja, kann ich, ja, finde ich gut. Ja, ja. Ka? Ja, deine Pistole wird dir nicht viel bringen, da kann ich dir sagen. Ja, mein Deckung, komm. Eben. Ja! Pissbirne, du. Tja, verkackt. Das war jetzt keine Hilfe eigentlich, aber okay. War das jetzt irgendwie eine Hilfe? Ich weiß es nicht. So. Passt, dann nehme ich hier noch ein Ding mit. Ich sehe ja schon, hier kann ich irgendwo was platt machen. Ah, die Boote, okay. Also, platt machen im Sinne von Boote. Oh, Krokodil, ja, ich werde dich retten. Warte mal. Bam. Zählt das? Das reicht, passt. Easy. Fucking easy. Nice. So, Munition, ja, ein bisschen haben die, aber auch nicht so die Welt. Okay. Okay. Mr. Hohensackel irgendwas Ding. Geldversteck. Verkapplungskähne. Was für ein Haus? Okay. Okay, das ist blöd, dass der andere Informant tut weg. Das finde ich gut. Okay, dann den zuerst. Das und dann von mir aus das. Okay. Aber zuerst, wie komme ich hier nochmal? Achso, jetzt sehe ich, wo ich bin. Hier habe ich ja im Gameplay ein Ding, genau hier, ein Ding gehackt. Jetzt sehe ich, wo ich bin. Komm früh drauf. So. Aber bevor wir jetzt irgendwas machen, Kohle tue ich jetzt noch nicht rein. Ich hole mir Munition und Ding. Ja. Und das, hey, das habe ich doch hier schon mal geholt. War das nicht hier? Oh. Ich sehe aber das hier. Keine Ahnung. Zack. Jetzt habe ich sicher. Guti. Wo ist meine Karre? Karre, 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 Karre. Beziehungsweise ich rufe ihn schon mal an. Nein! Ja, ich gehe dir entgegen. Ja, Kollege, hier bin ich. Menschenskinder. Schau, wie Uchi geht. Zack, zack, zack. Zack. Weiß ich nicht. Bam, 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 bam. Ne, passt. Passt. Der Bär's. Ich weiß, ich rufe dich einfach an. Du kommst einfach zu mir insta gespawnt. Finde ich gut. So. Da machen wir jetzt vielleicht. Machen wir einen auf Rainbow? Ich weiß es nicht. Könnten wir eigentlich. Es geht ja nur darum, den Typen zu killen. Die anderen sind nicht scheißegal, aber. Vielleicht. Muss ich hier, warte mal. Warum muss ich hier runter rumfahren? Weil ich da hoch muss, oder? Ich muss da hoch auf die Brücke. Hm, okay.
Schade. Ist auch geil. Die Cops sehen mich so die ganze Zeit, die beobachten mich wirklich die ganze Zeit, wenn sie mich halt sehen. Aber wenn ich hier irgendwie, weiß ich nicht, wie ein Verrückter herumfahre oder bei einer roten Ampel ist, ist es denen egal. Ist auch geil irgendwie. Wenn sie denken, oh, wir behalten mal Lincoln im Auge für unseren Cell, unseren Chef der Chefs. Aber ja, rote Ampel ist alles egal, kann er. Ja moin, Alter, was los? Vor meine Karre schon instant geschrottet. Ei. Darf nie wahr sein. So, Leute. Gibt's irgendwie, weiß ich nicht, Zivilisten oder kann ich einfach eine Granate reinwerfen und haben wir die Geschichte? Oder soll ich den. Warte mal. Aha. Okay, der ist scheißegal. Wachposten und diese Hure. Okay. Haben Plan. Zack. Da hängt nicht mal ran. Wachposten ist nichts alarmiert. Der lebt noch. Ja, fick mich. Okay. 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 Ich hatte einen Plan, der ist nicht so wirklich aufgegangen. Hat der eine Sniper? Alter, was ist mit dir, du Arschloch? Drecksau. Ich hab einen Frosch im Hals. Alter. So. Hier noch einer? Du könntest auch sterben, weißt du? Mein Gott. So. Granate, danke. Noch jemand. Noch jemand. Da. Ja. Fuck. Was drücke ich hier gerade? Oh mein. Alter, du Stück Amphibische. Friss das, Alter. Alter, ich habe fast keine Munition, nie. Das nervt ein bisschen. Puh, okay, war gar nicht so geplant, aber es ging. Also war wirklich null geplant, aber. So, aufsammeln, da. Nein, nicht die Waffe aufsammeln, du Honk. Ich will meine. Aber warte mal. Gibt sogar mehr. 13 Schuss und 31 Magazin, weit. Okay, bleibt doch bei einer. Das ist irgendwie komisch. Komisch. So. Danke für die Kohle. Danke für die Sicherung. Danke für die Kohle. Kohle passt. 7800. Ja, da kriegen wir dann auf jeden Fall mit dem Thema. Das Geldversteck. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen kassiert, also die Panzerung war instant oder futsch. Man kennt's. Und ich vergiss jedes Mal, dass ich, da war ich gerade unten bei der Munition-Ding schaue, ich habe doch auch, Ding. Zeitlupe. Aber ich vergesse es immer wieder. Ob beim Fahren oder nicht beim Fahren, ob beim Schießen, es ist, ich vergesse es einfach, ich weiß ja nicht warum. Ja, moin, ja, was soll ich machen? Ich muss hier durch. Geil. Geil. Katastrophe, was mache ich mit meinem Wagen, ey? Alter. Ich muss ja durch. Was soll ich sagen? Ich hab doch Zeitlupe. Warum nehme ich sie nie? Sorry. Menschenskinder, was ist denn jetzt los? So, weg hier. Shit. Oh, geil. Hi. What's up? Ich bin zu schnell für euch. Oh, ja. Alter, ich kann nicht mehr fahren mit dem Ofen. Ein Scheiß. Nee, alles okay. Ich bin hier nirgends. Oh mein Gott. Park den Ofen hier und lauf. Katastrophe. Das ging ja mal relativ fast schief. T
Was? Aha. Also 50.000 Dudes töten und alles. Geil. Okay. Also ich muss nicht alle töten, aber ich. Aber so gut wie alle sollte ich töten. Werde ich auch, aber okay. Gehe ich denn? Schade. Hi. Daddy is here. Motherfucker. So, warte mal. Ja. Ich bin schon längst weg, Kollegen. Ich habe schon den nächsten Mod gemacht. Der Verdächtige hat den nächsten Mod gemacht, also von daher. Easy peasy. Warte mal, jetzt ist die. Ja, komm. Die Question ist. Wie gehst du, du kleines Hurensohn-Arschloch? Gar nicht, geil. Haben sie einen Wachposten eigentlich, by the way? Kollege, was machst du? Gar nichts macht er. Geil. Okay. Ach du Scheiße, warte mal. Würde gehen, aber ich brauche einen anderen Winkel. Winkel kriege ich hier gerade nicht. Warte mal. Maybe von hier. Der Check. Okay, dann habe ich irgendwie geil abgelenkt so. Hä? Er ist instant. Dein, ich habe einmal gepfiffen, du Affenkopf. Wow. Ah, jetzt tanzt er an. What the fuck? What the fuck? Euer Ernst jetzt? Ey, du Sohn! Ist ja nicht falsch mit dir. Ich pfeif einmal und dann instant drehen sie alle durch. Ist klar. Ich hau euch Granaten in die Fresse bis zum Reden. Ich sag's euch, wie sie ist. Denen ist es egal, die drehen voll durch. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, macht nur. Kommt in meine Falle. Die war zufällig platziert wurde, aber okay. Ja, ja. Hä? Sag ich auch. Tschüssikowski. Wenn ihr zu zweit kommt, ist mir das auch egal. Dann hau ich Granate rein. Also. So oder so. Okay, warte mal. Sieht der? Ne, der sieht eh nix. Ja, du kannst du. Mach du nur. Ja. Alter, lauf noch weiter. Was ist mit dir? Tschüss. Ich glaube, die tot sind hier, by the way. Naja, ganz Gewicht. Naja, okay. So, Kollege, was macht man mit dir? Kommst du auch noch oder wie schaut's aus? Doch, du komm. Okay. Ja, versuch's mal. Ich habe ja auch was gehört. Maybe ist es hier wirklich was. Und lauf in meine nächste Falle. So wie du. Gleich dämlich. Spast. Wir haben's. Geil. Aber, warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Das ist theoretisch ja, aber noch nicht. I fought the law. So, warte mal. Hier ist keiner mehr. Passt nur noch die. Ne, doch, hier hinten in einer. Dann hol ich mir den Kollegen kurz mal. Kommst du hier? Ah, brav. Da ist was im Weg. Ah. Okay. Dann halt so. Dann halt so. Spast. Die Leute dürfen doof sein. Ist okay. Die NPCs dürfen auch doof sein. Ist auch okay. So, alle Gläschen im Bärchen. Der nächste sehe ich hier. Warte mal. Der Typ sieht das. Aber ich dachte schon, der sieht das nicht. Ja, ja. Samt die viel Waffe, dass es alles so viel abzieht. Was ist denn falsch mit euch? Tschüss. So, passt. Warte, lad mal nach. Die haben hier, ja, Leichen und Müllentsorgung ist die Leiche. Alter, wie krank ist denn das? Alles klar. Die können alle, die ganzen Dudes, können alle hier rein.
Hey, 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 hey. Ich will gar nicht wissen, was auf den Zettel steht. Der treulose Bastard glaubt, ich hatte keine Ahnung, dass ich nicht wüsste, wo er nachts hingeht. Er wird das Royal gegen 11 Uhr verlassen, da kannst du ihn erwischen. Mir ist es egal, wie du es anstellst, aber sorg dafür, dass es für die Versicherung gut aussieht. Mary, what? Okay. Kohle? Hey, ich hab... Okay, ich hab sie. Kein Problem. Gut, haben wir dann hier jetzt... Muss ich hier... Kann ich hier was machen? Warte. Zack. Hier ist auch einer, ein Dude. Alter Schwede. Ah, hier. Ah, ja, hier Geld. Geld versteckt, logisch. Geld versteckt und ich vergesse das Geld, wie ich mich kenne. 10.000, damit kann ich leben. Damit kann... Waren das 10.000 oder 1.000? Ich glaube 10.000. Egal. Kohle ist Kohle. Was haben wir hier noch? Noch ein Zettelchen. Mach dir keine Sorgen, mon cher. Alles wird gut. Wir werden irgendeine Lösung aushandeln und das zusammen abzahlen. Ich liebe dich unendlich. Deine dich liebende Frau, Susie. Aha. Interessant. Warte mal. Yes, sir. Passt. So, jetzt warte mal kurz. Ich muss immer mein Fenster zumachen, weil das wird hier ein bisschen zu frisch. Ah, in der Aufnahme, why not? So, passt. Okay. Dann würde ich sagen, wir kurven erstmal hier, weil... Ob soll ich jetzt 100.000 Medipack-Dinger kaufen, wenn... Wenn man markieren würde. Ja. So viele Medipacks kaufen, wenn ich Eddie hier auch kriegen könnte. Gehe ich richtig? Nein, warte, warte, ich gehe nicht richtig, weil ich will, mein Gott, ich will zur Straße. Ja, eben. Ich hole mir eine neue Karre, weil das war eine Katastrophe mit der. So. Einmal bitte mein getunter Wagen. Auf dem Bild ist er zwar rot, aber hier nicht. Was für ein Kampf? Oh, shit! Ah, leck mich! Warte mal, warte mal, warte mal! Have fun! Boom! Okay. Hab ich alle? Was war das für eine scheiß Aktion von euch jetzt, ihr Vollidioten, ihr depperten, dummen Arschkinder, ihr... Dumm? Hey, überfahr mich nicht, wenn ich jetzt drauf gehe, werde ich wahnsinnig. Ich muss meine Kohle einsammeln. Einsammeln lassen. Was war das für eine Aktion gerade von den Deppen? Das war ja voll für nix. Hm. Dumm, dumm, dumm. Ah, leck mich, ich scheiß auf das Ding. Komm, echt nicht. Ich hab jetzt keinen Bock hier rüber zu gehen. Wir werden... warte mal, was ist denn hier noch? Verkabelungskähne. Meh. Ja. Mach mal die. Wenn es nur die drei Dinge sind, okay, dann machen wir die halt auch noch. Okay, von mir aus. Wenn wir schon platt machen, dann komplett platt. Alles klar, die Leiche macht mich so, warte, was ist los? Aber, wie gesagt, jetzt. Hier, bitte. Ein bisschen viel. Bisschen viel Geduld los für ein 27.000, Alter. Wenn ich jetzt hier drauf gewinne, wäre es echt Katastrophe. Thank you. Ein Traum, so. Mission ist jetzt auch nicht mehr die Welt, aber... nee. Nee, nee, nee. Ich riskiere nix. Doch Muni brauche ich brauche ein paar Dinger. Ich brauche ein paar Dinger, Kollege. Nee. Jupp. Passt. Thanks a lot. So, was soll ich hier überhaupt machen? Finden so schnell die Verkappungskähne. Ja, schön. Kein Plan, was die Kähne sein sollen, aber ja, von mir aus. Wachposten.
ja, ich soll hier einen Framber machen, obwohl der ein bisschen scheiße hier drinnen ist. Mama mia. Oh nee, warte mal. Ja, du geh weg. Ich kann ja theoretisch eine Granate hier reinwerfen und hoffe, dass der einfach drauf geht, weißt du? Oder ich mach so, warte mal. Ja, klar. Die stehen halt alle scheiße. Jetzt bin ich wieder hier. Wie oft bin ich hier noch in dem, bei dem Ort? Das gibt's ja nicht. Okay. Kollege, komm mal zurück. Ich mach den Typ mit der Granate platt, den Wachposten-Fuzzi. Den Wachposten-Heini. Natürlich bist du genau da hier. Fuck gar nicht ab. Gute Nacht. So, Wachposten-Fuzzi. Okay, warte mal. Könnte das funktionieren sogar? Ja. Der ist schon vor dem Zaun, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her! Schön. Ich glaube doch relativ in Ordnung. Du Wachposten-Heini. Geil. Ich versuch's mal. Wird safe nicht funktionieren, aber let's try it! Er funktioniert. Lol. Oder? Oder? Ha! Ja moin. Als ob das funktioniert hat. Geil. So, dann den Kollegen. Wie gut. Jetzt bin ich hier, wo die mich vom letzten Mal gefunden gesehen haben, weil die ich nicht gecheckt habe, dass die Wichser hier sind. Okay. Der ist allein. Der ist auch. Ne, der ist nicht allein. Ja, du hast mich nicht gesehen, du kannst nicht mich, mein Kollege. Wie klar, oder? Aber ich würde mal sagen, scheiß drauf jetzt. Euer Ernst? Euer Ernst? Wie dämlich seid ihr alle? Das ist ein Traum. Das ist ein fucking Traum. Krieg ich da? Aha. Der sieht mich doch. Okay, warte, warte, scheiß drauf. Hapsara und Hapsara und... Klappt das nicht? Hä, das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Okay, dann halt so. Das juckt die halt nur. Was ist mit euch? Jetzt hat euch euer Chef nicht richtig oder was ist hier los? Moin! Seid ihr alle so dumm? Man kann aber auch wirklich dämlich sein, oder? Unbelievable. Unbelievable. So, okay. Hier muss ich was zerstören. Zuerst noch die ganze Kohle. Die sind ja voll dämlich. Also voll dämlich. Alter, guckt euch die Kohle an. Es lohnt sich halt wirklich, die ganze Scheiße aufzumachen. Die Nebendinger, was ich eigentlich gar nicht brauche, aber... Ey, das ist ein Traum. So, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin, gib mir die Kohle. Die Sicherung auch gleich. So, hier oben. Was? Oben? Hier. Aha, geil. So, okay. Was soll ich hier jetzt machen? Wo? Die Verkapplungskähne. Zerstöre. Okay. Kein Plan, ob das hier richtig ist, was ich hier mache, aber... Hä? Boom. Anscheinend nicht. Was für Kähne, Junge? Was will der von mir?
Was sind Kähne zum Kuckuck? Die Dinge? Hä? Oder die Dinger wieder mal. Also die Dinger. Kähne. Aha. Verstehe. Also es war nur eins, weil dann war die Mission hier vorbei. Aha. Okay. Also ist jedes irgendwie in der Wassernähe? Tatsache. Aha. Es sind noch. Also es sind jetzt drei. Geil. Ja, von mir aus, dann gehen wir mal den Kreis. Ah, okay. Okay. Menschenskinder hier. Granate. So. Okay, da würde ich sagen, ich mache jetzt mal einen Cut, weil ich weiß nicht, wie lang das Video schon ist. Also der nächste Part beginnt dann, wenn wir hier bei dem Ding sind und dann machen wir da gleich durchgehend, bis hier dieser Kollege irgendwas tut, down ist, würde ich sagen. Ja. Also bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.